An die ersten Radiosendungen in Österreich erinnern heute nur mehr alte Fotos. Offizieller Start war der 14. Juli 1924. Damals wurde aus dem ehemaligen Kriegsministerium in Wien die erste reguläre Rundfunksendung in Österreich ausgestrahlt. Ein historisches Ereignis, dessen Tragweite uns heute gar nicht mehr bewusst ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konnte ein Signal weiter übertragen werden, als das Auge reicht, als die menschliche Stimme reicht. Über alle sozialen Grenzen hinweg, vom Hausknecht bis zum Direktor, ein jeder hängt am Detektor, hieß es im Schlager. Dieses ganz neue Medium Rundfunk war, keine 10 Jahre später, Massenmedium. Radios gab es in den Anfangsjahren noch nicht. Mittels Berechtigungsscheinen konnte man allerdings die benötigten Bauteile kaufen und die Geräte selbst bauen. Innerhalb weniger Jahre ist jedoch eine richtige Industrie um dieses junge Massenmedium entstanden. Und nachdem Technik nicht alles ist, musste das Radio noch mit Leben gefüllt werden. Da ist was, aber was macht man damit? Wir hören, wir sagen ja, Hörspiel. Hörspiel musste erfunden werden. Nachrichten, etwas, wonach man sich richten kann, musste erst ausgebaut werden. Seit den Tagen von Radiopionieren wie Oskar Czeja hat sich das Medium deutlich verändert. Und oft genug ist es schon totgesagt worden. Radio ist deshalb nicht tot zu kriegen, weil es das unmittelbarste, erste, am leichtesten zu erreichende, relativ billig herzustellende, produzierende Medium ist. Es wird immer einfacher sein, von überall her mit immer mehr verschiedenen Geräten das Verschiedenste zu empfangen. Ich nehme an, dass diese Diversifizierung nichts weiter bewirkt, als das Radio damit sein Überleben sichert. Das Dokumentationsarchiv zur Erforschung der Geschichte des Funkwesens und der elektronischen Medien, kurz Dokufunk, ist bei seiner Arbeit auf die Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen. Es ist ungeheuer schwierig heute, Informationen, Unterlagen aus den 20er oder 30er Jahren zu bekommen. Es liegt vieles noch auf Dachböden und in Kellern, was man nur schwer erreichen kann. Das sind Zeitungen, Zeitschriften, Korrespondenzen, Fotos. Und das versuchen wir halt zusammenzutragen. Wir bemühen uns sehr, alles, was nur irgendwie erreichbar ist, zur Geschichte des Funkwesens zu sammeln, zu bewahren und auch öffentlich vorzustellen. Die Sammlung von Dokufunk umfasst inzwischen rund 7 Millionen Objekte. Und Sie können dazu beitragen, dass es noch mehr werden und dabei helfen, Lücken in der Radiogeschichte Österreichs zu schließen.